Herzlich willkommen bei Faust TV. Es ist Dienstag, der 21. Juli und das ist unsere 15. Ausgabe und wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt bei unserem Livestream aus der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust. Unser Schwerpunkt wird auch heute, wie schon in vielen Wochen zuvor, so ein bisschen die Kultur sein und wir haben ganz besondere Gäste dafür eingeladen. So zum Beispiel den Autoren und Musiker Kersten Flenter, der nicht nur im Talk mit uns sprechen wird, sondern auch ein bisschen für Kulturprogramm live in der Halle sorgen wird. Er wird nämlich zwei Textblöcke nachher lesen. Wir haben dann auch unter anderem noch da Chris Stadtmüller vom Plattenladen Rockers, der eine ganz besondere Rock'n'Roll-Tombola gemacht hat und das werden wir euch nachher zeigen. Und wir haben als ersten Gesprächsgast gleich hier bei uns den Jan Schmitz, den Geschäftsführer vom Theater am Küchengarten. Natürlich gibt es auch wieder Live-Musik, die erwartet euch so ungefähr gegen 20.20 Uhr und sie kommt von Lina Jacobs und Band und besteht aus Soul, Groove und Rock. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt oder ansonsten andere Anregungen, die ihr uns mitteilen möchtet, mit uns in Kommunikation treten wollt, dann gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Die direkteste ist der Chat bei Twitch TV. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über Instagram oder Facebook uns zu schreiben und natürlich auch per Livestream at kulturzentrum-faust.de, ganz klassisch per E-Mail. Ja, an dieser Stelle weise ich nochmal darauf hin, dass diese Sendung, wie auch alle anderen zuvor gesendeten 14, auch in unserer YouTube-Mediathek zu sein wird. Ihr könnt uns also weiterempfehlen, könnt euch das morgen nochmal in Ruhe angucken oder dann auch in den nächsten Wochen mit euren Freunden und Freundinnen alle 15 bisher gesendeten Sendungen hintereinander gucken und eine lange Nacht machen. Und natürlich könnt ihr last but not least uns auch spenden dafür, dass wir hier so viel Kultur für euch machen in der Halle. Und wie das genau geht, zeigen wir euch jetzt nochmal in einem kleinen Einspieler. Moin. Viele von euch haben uns gefragt, auf welchem Wege man der Faust, also einem notleidenden Soziokulturzentrum, denn helfen kann. Mit Spenden natürlich. Zugegeben, bei den vielen Wegen und Möglichkeiten, heutzutage Geld zu überweisen, sind selbst wir im Team so ein bisschen verwirrt manchmal, was genau und wie genau man das macht. Junger Mann, würden Sie das hier für mich annehmen? Das ist aber lieb, vielen Dank. Sehr gern. Das verbuchen wir sofort, Dankeschön. Die klassische Variante, vorbeizukommen und bei uns im Büro zu den üblichen Bürozeiten Geld vorbeizubringen, ist natürlich kein Problem und gern gesehen. Aber ihr wollt das natürlich auch von zu Hause aus bequem erledigen. Wie das geht, erzählen wir euch jetzt. Die Oldschool-Variante ist natürlich manuell per Kontoüberweisung. Das Konto findet sich auf unserer kulturzentrum-faust.de Seite und da ist auch schon die Verbindung. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr hier auf die Seite geht, seht ihr hier gleich den Spendenrettungsring. Das ist der PayPal-Weg für alle, die PayPal haben. Das sind auch schon drei Möglichkeiten. Im Grunde müsst ihr euch einfach nur eine davon aussuchen. Und euch dazu durchringen, eurer lokalen Kultur in der Krise zu helfen. Wir von Faust TV und natürlich das Team des ganzen Kulturzentrums Faust sagen in jedem Fall für jede eurer Spenden vielen Dank. Danke. Danke. Ja, ich begrüße hier Jan Schmitz, den Geschäftsführer vom Theater am Küchengarten. Jan, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Gerne. Nun geht es natürlich auch den kleineren Theatern nicht so gut in der Corona-Zeit. Wie sind denn so für euch die letzten Monate gewesen? Also am Anfang war es natürlich schwierig, gerade so mitten in der Saison einfach abzubrechen. Und gerade hatte man so das Gefühl, die Stimmung wird auch immer besser. Wir haben ja gerade das Theater vor nicht allzu langer Zeit neu wieder übernommen und es wurde immer besser und besser. Und plötzlich war so ein Cut und man hat einfach so gemerkt,
dass dieses 33 Jahre alte Theater, dass das so vom Leben und vom Lachen der Menschen zusammengehalten wird und plötzlich war das so, war niemand mehr da und ich stand im Saal und dachte so irgendwie, das Leben, das hält doch bestimmt auch die Wände zusammen, irgendwie, was passiert jetzt hier? Aber dann haben wir schnell gemerkt, wir dürfen nicht stillstehen, sondern irgendwie versuchen, irgendwie was Positives aus der ganzen Sache zu ziehen und haben viele Projekte angefangen und versucht, was umzusetzen. Ja, und da sind wir noch dabei und dadurch hat es auch ein bisschen was Positives. Über das eine oder andere Projekt sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Wie ist denn aber die finanzielle Situation? Wie lange könnt ihr das durchhalten, so ohne den normalen Spielbetrieb? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Perspektive ja auch einfach fehlt. Wie bei allen in der Kulturbranche wissen wir nicht genau, wann wir wieder aufmachen können, wann das funktioniert. Bis jetzt stehen wir noch ganz gut da. Wir sind ja ein gemeinnütziger Betrieb, wir sind gefördert. Dafür bin ich auch Stadt und Land wirklich unendlich dankbar, sonst gäbe es uns auch schon nicht mehr. Wir haben gleich eine Art Taskforce bei uns gegründet und geschaut, dass wir alle möglichen Töpfe versuchen irgendwie zu bekommen. Das hat auch gut funktioniert. Und ganz, ganz besonders großen Dank gilt unseren Gästen, unseren Stammgästen und alle, die irgendwie Interesse am Theater haben, weil die haben unendlich viel gespendet. Also wirklich, das war einer der großen Punkte, die uns einfach noch über Wasser halten. Darum denke ich, bin ich noch positiv gestimmt, dass es das Tag noch ein bisschen geben wird. Nun ist es ja so, die Sachen und Verordnungen für Veranstaltungen werden nach und nach wieder gelockert. Es gibt dann immer so Zahlen, die in den Raum gestellt werden. 500 Leute dürfen irgendwie wieder zusammenkommen. Aber es bleibt natürlich total schwierig, das wissen wir hier in der Faust auch. Trotzdem denken ja viele Menschen, jetzt morgen können die ja auch wieder arbeiten in der Kultur und die Türen wieder aufmachen. Ist denn bei den Verordnungen und Bestimmungen und dem, was der gesunde Menschenverstand sagt, mit Abstand halten, ist es euch da möglich, im September, Oktober, sagen wir mal, den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können? Das ist wirklich sehr schwierig. Also wir haben uns jetzt auch tatsächlich gerade gestern dazu entschieden, September und Oktober abzusagen. Also wir haben natürlich verschobene Sachen aus dem Anfang des Jahres, das wird hoffentlich woanders platziert, aber ich habe natürlich ein Programm fertig, sogar bis Ende 2021 und das können wir jetzt erstmal nicht mehr spielen. Das liegt einfach daran, dass ja auch das TAC einfach dafür bekannt ist, dass es halt relativ eng und gemütlich ist, ne? Und das ist ja auch irgendwie so das, was wir nach außen sein möchten. Und dadurch ist es nicht möglich, jetzt zu öffnen, weil einfach die Wegeführung kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Leute nicht begegnen und wir würden so wenig Plätze haben, dass es finanziell auch gar nicht möglich wäre, das durchzuführen. Trotzdem habt ihr, du hast es gerade angesprochen, ein sehr langfristiges Booking, was ein Jahr, anderthalb Jahre im Voraus immer gedacht ist. Ihr verschiebt das zum Teil, als aber dann irgendwie so klar wurde, so ein paar Sachen gehen vielleicht doch, aber eben nicht, wenn das so eng ist wie bei euch mit den steilen Treppen und so. Da kam eine Idee eines Theaters für Hannover zustande, wo du mit Gleichgesinnten wie Matthias Brodovi und Desimo dich zusammengesetzt hast und versucht hast, Lösungen zu finden, dass man vielleicht andere Räume bespielen kann. Was steckt da genau hinter und wie war die Entwicklung? Also ich hole da vielleicht ein ganz bisschen aus. Es war, ist entstanden, ganz spontan im Backstage bei der Pressekonferenz zur Autokultur, wo wir uns auch zusammengetan hatten, um dann auf dem Schützenplatz halt Autokultur zu machen. Und da hatten wir überlegt, ganz spontan, warum können wir denn nicht in größere Räume, die sowieso nicht spielen dürfen, über 1000 ist ja auch immer noch verboten und so weiter, die sind ja zu, warum bietet man uns das denn nicht eigentlich an? Und dann hat Matthias Brodovi das in dieser Pressekonferenz rausgehauen, was auf extrem große Resonanz gestoßen ist in der Politik und in der Presse. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dass wir mit allen gesprochen haben, mit allen Parteien, mit allen in der Verwaltung etc. etc. Und jetzt nach sehr, sehr langer Zeit und sehr, sehr viel hin und her wird es jetzt höchstwahrscheinlich der Pavillon werden, in dem wir uns zusammengeschlossen die Veranstaltung, die wir schon, wo es Karten verkauft waren, die wir natürlich auch noch stattfinden lassen möchten, lassen wir wahrscheinlich dort stattfinden jetzt. Und das wird von der Stadt netterweise finanziert, was natürlich großartig ist und auch ein tolles Zeichen vielleicht für die Kulturhauptstadt. Ein tolles Zeichen für die Kulturhauptstadt auf jeden Fall, aber vielleicht auch die Zukunft der Kultur. Also muss man jetzt versuchen, gerade lernend aus dieser Krise vielleicht neue, größere Räume für die Kultur zu erobern? Ich glaube, dass das, solange die selber nicht spielen können, ist es natürlich, glaube ich, eine gute Sache. Generell größere Räume, müsste man sich überlegen, was genau
gibt es viele Möglichkeiten. Ich weiß es nicht genau. Also wir sind da ja auch nur durch Zufall jetzt drauf gekommen, auf die ganze Idee und dass sich das so ergeben hat. Ja, wie es weitergeht, darüber wird noch nachgedacht, definitiv. Wir werden das natürlich verfolgen und sitzen da ja auch gewissermaßen im gleichen Boot. Jetzt sitzen wir hier in der 60er-Jahre-Halle der Faust und haben ja hier unsere große Halle, wo normalerweise Partys und Konzerte stattfinden, in ein Fernsehstudio umgebaut. Was macht das mit dir persönlich? Also, was viele gar nicht wissen, ich habe ja mal vor mittlerweile doch schon 8 Jahren in der Faust mal angefangen, tatsächlich bei euch auch im PR-Büro, was eine ganz, ganz tolle Zeit war und habe mich damit immer ganz lange noch als Selbstständiger über Wasser gehalten und habe hier Veranstaltungen, Partys und so weiter betreut, bis ich dann irgendwann ins Tag gerutscht bin, neben ganz vielen anderen Projekten. Und das ist natürlich irgendwie schön, dass es das hier gerade so noch gibt und nur weitergeht und hier wieder, es ist ein bisschen so nach Hause kommen gerade und hier zu sitzen, wieder in der Halle was zu machen, finde ich ganz, ganz schön. Das war natürlich so der eine Grund für meine Frage, weil wir ja hier auch schon zusammen ein paar Dinge getan haben und natürlich seitdem auch in Verbindung geblieben sind. Der andere war, du hast als einer der ersten Kulturschaffenden mit deinem Team auch selber gestreamt, schon sehr früh, auch vor uns. Ich glaube, im März habt ihr schon begonnen, aus dem Takt zu streamen. Was waren da so deine Erfahrungen und was bleibt vielleicht, was man mitnehmen kann? Am Anfang war das, wie am Anfang gedacht, halt, dass man einfach nicht stehen bleibt, dass man nicht jetzt einfrieren darf, sondern wir müssen irgendwas machen und was gibt es für Möglichkeiten? Okay, die dürfen keine Leute mehr rein. Wir fangen jetzt an zu streamen. Wir haben mit einer Firma zusammengearbeitet, ganz lange schon, mit ganz vielen verschiedenen Projekten und gesagt, hier, habt ihr nicht Lust mit uns das Projekt einfach jetzt schnell anzufangen, sofort, weil uns war irgendwie klar, das werden viele machen, also müssen wir jetzt anfangen. Und die Resonanz war großartig. Die Künstler hatten da Lust drauf, das war immer für alle sehr merkwürdig, ne? Das war immer so, oh Gott, jetzt hier zu sitzen, so kein Publikum, wie passiert das? Aber die meisten waren damit doch sehr glücklich am Ende. Am Anfang hatten wir sehr, sehr gute Zuschauerzahlen, gerade wahrscheinlich, weil wir früh waren und es noch nicht so viel gab. Dadurch kamen auch sehr viele Spenden zusammen. Das war für uns eine extrem gute Sache, dass wir das gemacht haben. Aber das hat dann so, wir haben auch so insgesamt 14 Streams gemacht. Und man hat dann einfach am Ende gemerkt, okay, der Markt ist langsam übersättigt und die Leute denken, weil es so in den Medien publiziert wird, dass der Kultur geholfen werden würde, was ja an sich so nicht stimmt, weil das nicht realistisch ist, was da gelockert wird. Und dann hat man einfach gemerkt, okay, das geht zurück, es wird nicht mehr gespendet, darum haben wir damit jetzt aufgehört. Aber insgesamt war das eine tolle Erfahrung, auch überhaupt den Leuten vielleicht auch, die das Takt nicht kennen, einfach mal das Takt von innen zu zeigen, zumindest die Bühne oder was da passiert. Also werbetechnisch eine tolle Geschichte und das war insgesamt gut und wir werden es vielleicht auch umsetzen, indem wir das fest installieren und bei ausverkauften Shows halt nochmal extra Online-Tickets verkaufen, vergünstigt oder so. Das ist so einer der Pläne. Das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass die Zukunft nicht allein im Digitalen liegen kann, aber trotzdem bietet das natürlich Chancen. Was kann man da vielleicht noch mitnehmen, neben ausverkauften Veranstaltungen, die man streamt? Was man da noch mitnehmen kann, im Positiven oder im Negativen? Im Positiven hoffentlich. Aus der Geschichte jetzt nicht viel mehr als das, was ich gerade meinte, glaube ich. Präzisiere nochmal bitte für mich. Na, ich finde, zu euch hat das Format eigentlich auch ganz gut gepasst, weil so die klassische Kabarettbühne, es hat mich einfach erinnert, früher im Fernsehen politisches Kabarett zu gucken. Man kann natürlich dann auch da Videos schneiden und Shows später zeigen, das ist ja angesprochen. Also für uns wird es sicherlich für alle so ein bisschen ein Schritt sein, in Zukunft digital auch nochmal dazu zu denken, auch wenn wir natürlich wieder raus wollen ins richtige Leben. Ja, ich denke auch, also das überhaupt die Fähigkeit jetzt zu haben und auch zu sehen, dass das funktioniert irgendwo und wie das funktioniert, wir haben auch viel dabei gelernt. Ich denke, dass man da auch schon viel noch rausziehen kann und irgendwie ja, Videos veröffentlicht und so weiter und so fort, was konkret. Das wird sich zeigen. Also da haben wir noch keine genauen Pläne, aber irgendwas Positives da schon bei rumkommen. Ein anderes Phänomen, was es jetzt gab, war, dass doch viele neue Netzwerke entstanden sind. Wir haben eben schon drüber geredet, Matthias Prodovi und Desimo und alle arbeiten jetzt so quer über die alten Brücken hinweg zusammen.
Ist das vielleicht auch eine ganz besondere Chance? Also in dem gesamten Ding, in der gesamten Krise ist es natürlich eine schöne Sache, dass Leute mal angefangen haben, nicht mehr in ihren Wegen zu denken, sondern versucht haben, mit allen anderen was zusammenzumachen, weil es einfach aus der Not geboren wurde. Und ich denke genau, dass sich die Kultur, glaube ich, dadurch sehr zusammengeschlossen hat in Hannover und alle irgendwie versuchen, was zusammenzumachen und andere Wege zu gehen, gerade neue Projekte zu finden, das ist eine ganz tolle Nummer. Also man hat ist auf einer ganz anderen Gesprächsebene plötzlich und alle haben Bock, was zu machen und alle haben Lust, irgendwie was Neues zu gestalten, und das ist natürlich toll. Also das ist ganz anders als vorher. Wir hatten vorhin schon so das Stichwort, eigentlich wollen wir alle wieder raus, also Stichwort Außenbühne einfach nochmal ganz konkret. Ihr habt da ja auch ein bisschen was geplant. Was steht da an Outdoor? Genau, da hatten wir sogar einige Ideen. Was jetzt konkret umgesetzt wurde, ist, dass wir eine Tagsommerresidenz auf der Insel Wilhelmstein machen, wo wir neuen Termine haben. Und das ist ja im Steinhuder Meer eine Insel mit einer Festung drauf. Und da gibt es eine Wiese, wo wir jetzt halt immer mit Blick aufs Meer, wo die Leute dann mit dem Boot hingefahren werden und daher zurück, gibt es Kabarett und Art Verwandtes, was wir da jetzt machen. Wir hatten auch noch andere Ideen mit einer Wiese und so weiter. Das hat sich jetzt leider nicht so ergeben. Aber es sind noch einige Projekte, in der Mache, und da kann man auch noch gespannt sein, auf jeden Fall. Insel Wilhelmstein finde ich jetzt jedenfalls nicht das Schlechteste. Da freue ich mich drauf, auf das Ambiente. Ich freue mich natürlich auch drauf, wieder irgendwann mal im Takt sein zu dürfen. Also allerletzte Frage, wann denkst du denn, wann kann es auch im Theater am Küchengarten selber weitergehen? Das ist eine Frage, die man fast gar nicht, ich glaube, die kann niemand beantworten. Also die Frage, gibt es jetzt eine Art Impfstoff, gibt es irgendwie eine andere Lösung, machen wir das irgendwann so auf, weil wir damit leben müssen, was weiß ich, da gibt es ja tausend Diskussionen, man weiß nicht, was passiert. Ich kann es nicht genau sagen, ich hoffe, ich muss ja von irgendwas immer ausgehen, ich mache jetzt September, Oktober zu und hoffe, dass in der Zeit irgendwas passiert, damit ich November, Dezember wenigstens spielen kann, was unser Hauptgeschäft ja auch irgendwo ist als Weihnachtszeit. Ich sage jetzt November, aber ich weiß es nicht. Ne? Also ich hoffe sehr, dass es bald wieder geht. Wann genau, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Wir haben einfach wenig Planungssicherheit, suchen bis dahin hoffentlich gemeinsam nach neuen Wegen. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier im Gespräch bei mir warst. Und jetzt werden wir noch ein bisschen ein Stück Tack hier sozusagen bei uns im Studio erleben, nämlich einen Stammgast, der auch bei euch eine regelmäßige Lesebühne hat mit den Nachbarn, den Autoren und Musiker Kersten Flenter. Guten Abend, Welt da draußen. Mein erster Text heißt Wir Discount-Rebellen. Es sind verrückte Zeiten. Kommt mir vor, als hätte der große Kollaborateur die komplette Welt einmal in den Schleudergang der kosmischen Waschmaschine geworfen und statt sie zum Trocknen aufzuhängen, ein paar extra Schleudergänge eingelegt. Alles wird neu sortiert, ausgehandelt, auf den Kopf gestellt und umgewidmet. Neuerdings auch die heilige Hagia Edeka auf der Limmerstraße in Linden-Nord. Wo man sich früher zum Einkauf trat, zieht man heute in den Mein Leben ist ein Statement-Dschihad auf der stetigen Suche nach Demütigungserfahrungen zum Posten in sozialen Medien. Der Einzelhandel, insbesondere die Lebensmitteldiscounter, sind zum Austragungsort politischer Positionen geworden. Endlich. Da stehe ich also hoffnungsfroh und Smartphone versunken in der 30-Meter-Schlange am Ende der letzten Kühlvitrine bei Wucherpfennig, halte pflichtbewusst meine 1,5 Meter Abstand ein, als sich eine schwarz gekleidete Mitzwanzigerin mit Klammerfrisur und Hochschwangerschaftshintergrund von Seiten des Chipsregals zwischen mich und die Frau vor mir drängt. Bitte, sage ich und widme mich wieder meinem Instagram-Studien. Was ich meine, ist ihr nicht klar. Sie steht einen Moment da, dreht sich dann zu mir um und raunzt, könntest du bitte Abstand halten? Dabei deutet sie auf die gelbe Bodenmarkierung mit der 2 Meter Distanzanweisung. Habe ich bis eben getan, sage ich, bis du dich dazwischen gedrängelt hast. Ihre Augen funkeln diesen Fick dich, alter weißer Mannblick. Fast bin ich versucht, den veganen Aufschnitt und das mitgebrachte Netz, das ich am Gemüsestand artig mit Bio-Kiwis aus der Region gefüllt habe, gegen ein ordentliches 3 Pfund zu 1,99 Schweinekotelett von Tönnies einzutauschen, damit ich ihren Hass noch ein wenig steigern kann. Aber man muss ja nicht gleich zum Äußeren greifen. Und ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass mein Leben wirklich schöner ist als ihres.
Und jetzt tut es mir wirklich leid, dass ich sie, wie ich denke, in eine unangenehme Lage gebracht habe. Sie hat, finde ich, sich vorgedrängelt und damit fehlverhalten. Bestimmt ist ihr das peinlich und sie sucht nach einem Weg, aus der Nummer wieder herauszukommen. Aber ich merke sogleich an ihrer nun folgenden Reaktion, dass ich scheuklappenhaft gefangen bin in meiner antiquierten 20. Jahrhundert-Sozialisation mit ihren faschistischen Anstandsregeln. Ich habe ja wohl das Recht darauf, dass du mich vorlässt. Wir bekommen nämlich ein Baby, das sieht man doch. Ich schaue mich hilfesuchend in der Schlange um, aber niemand greift verbal oder körperlich ein. Dann fällt mein Blick zufällig auf den Inhalt ihres Einkaufskorbes, 3 Flaschen Rosé-Sekt und 4 Flaschen Wein. Verzeih bitte, sage ich jetzt, du hast natürlich recht. Reicht es, wenn ich demütig vor dir auf die Knie sinke oder soll ich dir zur Buße auch den Einkauf nach Hause tragen? Das kann ich allein, du Macho-Schwein. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, murmle ich, natürlich, selbstverständlich. Unter unseren Masken waren wir endlich schön. Nächster Kunde bitte an Kasse 4, erklingt die digitale Ansage aus dem Off. Unmerklich hatten wir uns während unserer fruchtbaren Diskussion 29 Meter fortbewegt. Also die Ansage könnten Sie jetzt auch mal geschlechterneutral formulieren, finde ich, säusele ich jetzt listig, und sie fällt mir vor Dankbarkeit spontan um den Hals. Hältst du bitte Abstand, denke ich, verkneife mir aber es zu sagen, es gibt ja realistisch betrachtet weitaus schlimmere Begegnungen. Mir könnte ja auch Julia Klöckner über den Weg laufen. Die würde ich sicherlich nicht vorlassen. Ja, das war Kersten Flenter. Den sehen wir nachher noch ein zweites Mal wieder mit einem zweiten Text. Und ich freue mich besonders, dass ich ihn dann später auch hier in der Bar in Talk als meinen Gast begrüßen darf. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen auf die letzte Sendung. Vor einer Woche hatten wir ein Special zum Thema Black Lives Matter. Das war eine richtige und wichtige Sendung und sie hat viel Spaß gemacht mit den beiden Gastmoderatoren Cecilia und Modu. An dieser Stelle herzlichen Gruß, das war toll. Wir hatten aber auch sehr, sehr ernste Themen und am Ende der Sendung hat Black Lives Matter in Person von der Sängerin Minta noch ein kleines Statement abgegeben, bei dem es um eine ehemalige Auszubildende von Faust ging, die Rassismus erlebt habt, und das hat dazu geführt, dass wir das natürlich im Nachhinein nochmal diskutiert haben und uns dazu auch äußern wollen, und das tut jetzt in einem kleinen Video unser Geschäftsführer Hans-Michael Krüger. Am Dienstag, den 14. Juli, wurde in unserer Faust-TV-Sendung in einem Beitrag von Minta von Black Lives Matter über rassistisches Verhalten gegenüber einer ehemaligen Auszubildenden, die schon in dem Beitrag genannt wurde, durch das Kulturzentrum Faust geredet. Wenn Majula durch das Verhalten von Mitarbeiterinnen gekränkt worden ist, dann entschuldige ich mich hiermit ausdrücklich dafür. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle einiges richtigstellen. Ich hätte es für richtig gehalten, wenn Black Lives Matter im Vorfeld das Gespräch gesucht hätte, um wenigstens beide Seiten zu hören. Das ist leider nicht geschehen und muss deshalb nachgeholt werden. Es wurde behauptet, dass die Ausbilderin von Majula, die im Jahr 2017 gekündigt wurde, nicht aufgrund von Äußerungen in Bezug auf Majula gekündigt wurde. Das trifft nicht zu. Um eine ordnungsgemäße Kündigung auszusprechen, bedarf es einer oder mehrerer Abmahnungen. Eine solche Abmahnung hat die Ausbilderin aufgrund des Verhaltens gegenüber Majula erhalten. In der Kündigung war dies ein wichtiger Bestandteil. Weiter wurde behauptet, dass Majula aufgrund ihrer Hautfarbe einen geringer bezahlten Ausbildungsplatz erhalten hat, der durch keine Zahlung von Weihnachtsgeld aufgewertet wurde. Dazu muss ich weiter ausholen. Bei Faust laufen 2 Beschäftigungssysteme nebeneinander her. Das eine ist die von Faust direkt bezahlten Arbeits- und Ausbildungsplätze. Das andere sind die bei der Stadt angestellten Azubis, die im Anschluss noch 2 Jahre über die Stadt weiterbezahlt werden. Die städtischen Angestellten erhalten Tarif, während die Faust-Mitarbeiterinnen leider nicht so gut bezahlt werden können. Im Jahr 2015 war der Ausbildungsplatz für die 60er-Jahre-Halle vorgesehen.
Dieser Ausbildungsplatz wurde mit einem Azubi besetzt, der für diesen Bereich gut geeignet schien und, anders als behauptet, im Vorfeld ein Praktikum gemacht hat. Majula kam über ihre Mutter, die in einem Bereich von Faust beschäftigt ist und nur über ein extra Förderprogramm, bei dem Faust auch einen Teil bezahlen muss, beschäftigt werden konnte. Die Bezahlung erfolgte nach dem üblichen Fausttarif, der wie bei allen Faustmitarbeiterinnen unterhalb der üblichen Bezahlung liegt. Majula erhielt immer Weihnachtsgeld, wenn die anderen Faustmitarbeiterinnen auch Weihnachtsgeld erhielten. Um die Situation noch einmal deutlicher zu machen, gestern hat ein städtischer Azubi mit Migrationshintergrund seine Prüfung bestanden. Er wird im August für 2 Jahre über die Stadt weiter beschäftigt und verdient dann mehr als der Ausbilder, der seit über 10 Jahren bei Faust arbeitet. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Mitarbeiterschaft inzwischen aus Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zusammensetzt und dass im Kulturzentrum Menschen aller Kontinente zusammenleben und arbeiten. Ja, das war Hans-Michael Krüger, der Geschäftsführer des Kulturzentrums Faust. Wir werden das Thema Black Lives Matter natürlich weiterhin begleiten und auch weiterhin unterstützen. Jetzt wechseln wir in die Rubrik Musikvideo. Wir haben ja euch schon dann und wann immer mal Musikvideos eingespielt von befreundeten hannoverschen Bands und Musikerinnen und haben jetzt eins dabei von der Band Passepartout, die eins gedreht hat, was ja vielleicht sogar so ein kleines Stück hannoversche Musikgeschichte widerspiegelt. Und der Song, der da gezeigt wird, der heißt Bass Sax. Steht bereit im Backstage-Bereich. Raus. Jet Black und die Fans in der Schweiz. Check. Bisschen müde, doch das pendelt sich ein. Hoffe, dass ich auf der Bühne meinen Taxi verpeile. Der letzte Shot und dann ist es soweit. Das Publikum wird in der Mitte geteilt. Spring in die Menge, alle sticken das Schweiß. Die Leute sind am Ende von vorne bis hinten am Schrein. Vor ein paar Jahren noch im Keller gechillt. Die kleinsten Gigs auf den Dörfern gespielt. Hatten nichts außer unseren Zaun. Treten vor 10 Leuten so wie vor 10.000 Euro. Scheißegal, steckten das letzte Geld in ne Van. Bitte rede nicht vom Fluch, wenn du die Ebbe nicht kennst. Jede Stadt und Land gespielt, danach in Zelten gepennt. Ja, kam aus dem Nix, geh nicht mehr weg. Geh nicht mehr weg, ja. Was ist ein Sound de la Bassax? Die Tour noch rund und im Quad. Wir machen Montag zu Samstag. Hey, hey, denn man lebt nur einmal. Was ist ein Sound de la Bassax? Die Tour noch rund und im Quad. Wir machen Montag zu Samstag. Hey, hey, denn man lebt nur einmal. Was ist ein Sound de la Bassax? L'Allemagne c'est pas la Bavière, ouais. Je connais même des Allemands qui n'aiment pas la bière. C'est notre pays, y'a donc plus genre pour draguer en métropolis. Si tu veux que je te passe, c'est moi un fichier que tu m'autorises. Oh, on capte pas les regards, faut que tu précises. Tu me dis que tu veux ken et moi je te répondrai, mais c'est qui maîtrise? Pas vraiment l'humour, c'est un fait triste. Peut-être parce qu'on n'ose pas vraiment trop, demande au bénéfice. On rêve de l'utopie d'un vrai monde ouvert. Mais ce putain fascisme est une mauvaise herbe. Les discussions s'en fout, personne n'écoute. Comment vous dire de chiller un peu et de rester cool? Moi et mon équipe, on préfère les kiosques ou bars. On préfère porter des shorts que porter des costumes noirs. Ah ah, on n'est pas tous pareils, ça serait un peu louche. Tu sais, des fois, quand personne voit, je traverse un feu rouge. Voici le son de la Bassax qui tourne en rond dans les boîtes. Fais marre, monte à tout Amstrad. Hey, 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 moi et mal. Voici le son de la Bassax. Denn man lebt nur einmal.
Hallo, ich sitze hier mit Christoph Stadtmüller vom Plattenladen Rockers Records. Hallo Christoph, schön, hallo, dass du da bist. Gerne. Viele kleine Geschäfte mussten am Anfang der Lockdown-Phase auch schließen. Jetzt konntet ihr wieder aufmachen. Wie erging es euch am Anfang und wie geht es euch jetzt? Es war natürlich, wie glaube ich, für uns alle gruselig, als das losging und die gefährliche Seuche und keiner weiß, wie es weitergeht. Und auf einmal, wir haben fast 30 Jahre lang den Laden nicht einen Tag, wo wir aufhaben durften, zugehabt. Und auf einmal müssen wir ganz zumachen. Andererseits hat es sich auch die Tage davor schon ganz komisch angefühlt mit, Mensch, sind alle krank, sind alle nicht krank, wie geht man damit um, was macht man richtig, wusste ja keiner zu der Zeit. Dann war richtig zu, wir hatten ja zu unserem großen Glück unser Online-Geschäft, wo wir immer schon einen ganzen Teil von unserem Umsatz mitmachen. Das hat uns natürlich über die Zeit geholfen, ganz großartig und toll war aber auch wirklich die Unterstützung, Hilfe und Nettigkeit der Hannoveraner, die wirklich angerufen haben, die Mails geschickt haben und wirklich einfach auch zum Teil gefragt haben, ob es uns gut geht, die gefragt haben, ob sie Sachen kaufen können, ob man es ihnen schicken kann oder ob es mit Gutscheinen und solche Sachen, also da gab es ganz viel Unterstützung von unseren Stammkunden, von Leuten, die haben was sagen, wir wollen, dass ihr nach so einem blöden Lockdown auch noch da seid und nicht nur Amazon überbleibt. Und das war ein super Gefühl, wirklich. Das. Ja, das ist doch schön. Wir waren am letzten Montag nach einer Auktion, nach der Lose-Aktion, die Jörg schon erwähnt hat, waren wir bei euch am Schmuckplatz mit dem Lux und dem Café Glocksee und dem Che Heinz bei euch und konnten uns die Spenden, die ihr gesammelt habt, abholen. Und dafür haben wir jetzt einen kleinen Videobeitrag vorbereitet. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Freut mich sehr. Wir hatten 4 Wochen, wo unser Laden zu war. Da haben wir fast kein Geld oder sehr wenig eingenommen und es war ganz fantastisch, wie solidarisch ganz viele Hannoveraner bei uns waren, die Platten gekauft haben, die Gutscheine gekauft haben und ein bisschen davon wollten wir dann jetzt weitergeben an euch. Wir haben insgesamt 800 Lose verkauft. Ihr seid alle gut im Kopf rechnen, da sind bei 5 Euro pro Los 4000 Euro zusammengekommen, also für jeden der 4 Clubs bei Che Heinz, Lux, Kulturzentrum Faust und Café Glocksee sind jeweils 1000 Euro zusammengekommen. Das Geld hilft euch nur sehr, sehr wenig weiter. Es geht auch nicht darum, dass irgendwer jetzt geglaubt hat, wir hätten euch den Arsch gerettet. Es geht darum, dass es eine kleine Geste sein soll, wo ihr merkt, dass eben die Leute in der Stadt euch super finden und wollen, dass ihr da seid. So habe ich das auch bei den Leuten, die Lose gekauft haben, empfunden, wo ganz vielen wirklich sagten, es soll so sein, dass die nachher auch noch da sind. Genau, das Wichtige ist aber auch, ein Zeichen zu setzen, dass nicht wir privat sowas lösen können, sondern dass da der Staat gefordert ist, der da Förderungen bringen muss, mit denen ihr zumindest dieses Jahr über die Runden kommt und auf jeden Fall eben so lange, wie Corona euch eure Arbeit unmöglich macht. Dazu wird David vom Clubnetz gleich noch ein paar Worte sagen. Moin zusammen. Wie es so ist im Ehrenamt, auch bei Clubnetz, wir haben alle gar nicht so viel Zeit, wie wir dachten. Deshalb gibt es hier jetzt eine Redehilfe. Da stehen genau 3 Sachen drauf und die sind ein bisschen lang geworden. Deshalb einmal an euch, schön, dass ihr da seid. Liebe Freundinnen und Freunde der Live-Musik, wir haben heute fast wie eine Grabrede, einen traurigen Grund des Treffens, das wisst ihr alle. Ich hatte so ein bisschen im Vorfeld gedacht, dass viele schwarz erscheinen und leider sehr männlicher Überhang ist. Eins von beiden hatte ich recht, das andere Unrecht. Der Grund des heutigen Treffens ist deshalb besorgniserregend, weil durch die skurrile Corona-Situation
die Spielstätten immer noch dicht sind. Das heißt, wir alle sind in der Situation, unsere Gesundheit als Prämisse schützen zu wollen. Und neben den gesetzlichen Verordnungen ist es auch eine Sache des gesunden Menschenverstands, sofern es ihn überhaupt gibt, jetzt nicht eng zusammengekuschelt in den Clubs zusammen Musik zu genießen. Der Anlass des heutigen Treffens ist aber ziemlich schön. Wie ihr wisst, wie Chris gerade gesagt hat, Chris und sein Team, Sina sehe ich da vorne, die haben sich die Mühe gemacht, diese Tombola an den Start zu bringen und haben inzwischen über 100, Hunderte, ich glaube, du hast gesagt 300? Mindestens 300 verschiedene Menschen. Wir haben 800 Lose an ganz viele verschiedene Leute verkauft. 800 Lose, das können hunderte Leute sein. Nicht nur AnwohnerInnen, die hier direkt ins Geschäft gegangen sind, Leute aus ganz Hannover und sogar bis nach Berlin, habe ich gehört, waren die Tickets vertickt für die Gutscheine sozusagen für die Lotterie. Und das alles, um den Live-Spielstätten zumindest einen kleinen Gutschein überreichen zu können. Wir haben jetzt ja 4 von euch hier. Bei Schierheinz sehe ich, Lux ist am Start. Kaffee Glocksee habe ich gesehen, da vorne. Noch mehr Heinz, Faust e.V. Also, ihr seid jetzt hier und wir vom Clubnetz wiederum sind ja euer Verband. Das heißt, diejenigen, die sich dann auch wieder ehrenhalber drum kümmern, dass während das reale Leben Künstlerinnen betreuen, Live-Musik laut machen, Gäste reinlassen, Getränke kalt stellen, während das alles in euren Händen liegt, auf euren Schultern, versuchen wir vom Clubnetz halt außerhalb der Läden unterwegs zu sein und eine Stimme darzustellen mit eurem Mandat, mit dem Mandat der Live-Spielstätten. Und wir wissen, dass die Programminhalte euer Antrieb sind und nicht die Moneten. Dementsprechend sind die Kontos schon vorher nicht immer voll gewesen, eher leer gewesen. Und Ersparnisse dann schon mal gar nicht. Deshalb ist es so, dass so waghalsige Sachen wie Bookings im Grassroot-Bereich, Bands, die noch nicht tausende Gäste ziehen, wo es sich finanziell lohnt, sondern wo vielleicht mal sich 20, 50, 100, 150 Leute von der Bühne verirren und merken, dass die KünstlerInnen großartig sind. Solche Sachen sind nicht möglich. Einmal wegen Corona jetzt und auch dann natürlich aus der Tatsache heraus, dass Geld gar nicht da ist. Und das ist super kritisch. Die Kulturstätten, die wir alle als Gäste gerne mögen, sind von Tag zu Tag mehr in der Existenz bedroht. Das heißt, am Telefon kriegen wir jetzt schon mit, ist es so, dass diese Insolvenz drohend wie so ein Damoklesschwert über uns ist oder über den Club- und Spielstättenveranstalterinnen. Und wir wissen alle auch aus Erfahrung, dass wenn so eine Spielstätte weg ist, wenn so eine Spielstätte geschlossen ist, sie nicht von heute auf morgen wieder aus dem Boden erscheint. Da sind baurechtliche Gründe, da sind steuerliche Gründe, die Versammlungsstättenverordnung. Alles spricht dagegen, dass man eine Neugründung auf die Beine stellen kann. Also wir müssen jetzt sehen, dass es eine Existenz auch während der Corona- und nach der Corona-Situation gibt. Die Relevanz der Kulturstätten, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Politik, wurde erkannt. Es gab also auch viel Solidarität, viele Spenden. Einmal über euch, aber auch über die eigenen Initiativen der Clubs. Ich habe da auch viel mitgekriegt, was an Sammlungen stattgefunden hat, an T-Shirt-Verkauf, an vielen Solidaritätsbekundungen. Seitens der Politik wurde immer wieder versucht, auf kommunaler, auf landes- und auf staatlicher Ebene teilweise widersprüchlich Hilfe zu leisten. Gut gemeint, ist nicht immer gekonnt. Wir wissen, dass die Solo-Selbstständigen da schnell über die Schippe gegangen sind. Viele Thekenkräfte, 450-Euro-Kräfte, sind komplett ohne Einkommen und werden auch nicht durch irgendwelche Unterstützung gerade aufgefangen. Das endet schnell in Hartz IV. Und wir werden, wenn wir jetzt die nächsten Wochen und Monate uns angucken, ich weiß von einigen Bookerinnen und Bookern, dass jetzt die Konzerte für Januar schon abgesagt werden, weil es einfach keine Planungssicherheit gibt. Wenn wir uns das angucken, dann sieht es echt düster aus. Und was wir sagen wollen ist, herzlichen großen Dank, dass so ein Engagement, was wir hier gerade in dieser Scheckform gleich sehen werden, ist unglaublich wertschätzend und ein total starkes Signal. Es ist allerdings nur ein Signal und nicht die Existenzsicherung. Diejenigen, die von euch vielleicht in der Position sind, politisch wirksam zu sein oder die ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen, denen sei gesagt, wir brauchen hier staatliche Unterstützung, um auch ins Jahr 2021 diese Kulturstätten noch am Leben zu wissen, damit wir alle da wieder feiern können, damit wir uns austauschen können, damit wir nicht nur kulturell, auch sozial und auch nicht zuletzt wirtschaftlich
dort eine Zukunft haben. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal dann an der Theke wiedersehen, an einem der Clubs. Nicht nur die vier, die wir heute hier haben, sogar die vier. Es gibt ja noch andere schöne Läden. Und das war sozusagen das Wort zum Montag. Vielen Dank. Her mit den Checks, bitte. Ja. Ich möchte mich natürlich auch im Namen des gesamten Teams des Kulturzentrum Faust bei dir und euch bedanken für diese tolle solidarische Aktion. Ich möchte auch gerne wissen, wie seid ihr die ganze Sache angegangen und haben die Leute es auch so angenommen, wie ihr euch das erhofft habt? Ja, das hat... Also wir haben angefangen damit, dass wir überlegt haben, wer kann uns helfen. Das waren ganz viele von unseren Lieferanten. Es waren dann auch ruckzuck hannoversche Bands, die auch selber aus ihrem kargen T-Shirt-Bestand gestiftet haben. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen: Kettenfett, Hammer, High Feathers and Greed, Katastrophe. Und Meute Royal kamen auch noch von selber an, haben Sachen dazu geschenkt. Unsere größeren Lieferanten, also Major-Labels, aber auch kleine Indie-Labels, haben Sachen gestiftet. Wir haben ganz viel gestiftet und haben uns überlegt, dass das einfach auch ein bisschen lustig ja auch sein soll. Also es gab keine Nieten, es gab nur Gewinne, auch wenn vielleicht nicht jeder ganz glücklich war mit der doofen CD, die er dann gekriegt hat. Aber das Leben ist eine Pralinenschachtel oder wie das heißt. Es ging uns darum, dass wir eben auch von diesem coolen Gefühl, was wir hatten, als die Leute uns geholfen haben, auch was weitergeben können. Und das hat auch ganz super geklappt. Wir haben das dann tatsächlich gar nicht riesengroß beworben. Also die hannoverschen Medien haben das mit veröffentlicht und dann war das fast ein Selbstläufer. Und wir haben wirklich in der Zeit, das waren ziemlich genau 4 Wochen, diese 800 Lose, auch wirklich 3 Tage vor dem Auslosungstermin, haben wir dann auch das letzte Los verkauft. Also das hat perfekt gepasst und es haben danach noch viele Leute gefragt, habt ihr noch welche über, soll ich noch mal ein Kontingent nehmen? Also das war auch wieder wirklich wie bei uns die Leute in Hannover, aber auch Exil-Hannoveraner aus Berlin, aus Bielefeld haben Leute Sachen bestellt, extra Lose sich schicken lassen. Also das war wirklich, nein, es war nicht schwierig, das durchzusetzen, weil, wie gesagt, die Leute wollen, dass ihr ganzen Clubs weitermacht und sehen, glaube ich, auch, dass das diese ganze Musikgeschichte ja eben zusammengehört, dass es eben nicht nur ein Laden oder ein Live-Club oder ein Label gibt, sondern dass das alles letztlich zusammengehört und auch ohne die anderen, die nicht gut funktionieren können dann. Ja, wie gesagt, ganz starke Aktion. Du hast ja auch als Plattenladenbesitzer viel Kontakt zu kulturschaffenden Menschen. Was fehlt dir in deinem kulturellen Leben am meisten? Konzerte. Also tatsächlich, ich gehe super gerne und auch echt häufig zu Live-Konzerten und muss da wirklich gestehen, das fehlt mir richtig doll. Sowohl Bands live zu sehen, aber das ist natürlich auch immer ein soziales Event, wo man eben einfach Menschen trifft, auch in einer anderen Umgebung als nur im Laden oder bei Edeka, wie wir es eben erwähnt hatten. Da glaube ich, ja, Konzerte fehlen mir wirklich und da freue ich mich auch richtig drauf, wenn das irgendwann wieder in der klassischen Form funktionieren kann. Apropos Konzerte, das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Ihr verkauft ja auch in eurem Laden Tickets für Veranstaltungen, für verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Läden. Habt ihr da bemerkt, wie es zurückgegangen ist und wie seid ihr damit umgegangen und wie hat euch das beeinflusst? Ja, also es ist definitiv ganz extrem zurückgegangen. Das war aber auch schon vor dem Lockdown spürbar. Das fing bei uns ungefähr Mitte März an, dass man gemerkt hat, dass die Leute sich schon nicht mehr so richtig trauen. War dann natürlich mit Lockdown völlig vorbei und die
Wir verkaufen jetzt vielleicht im Bereich 20% der Ticketzahlen, die wir in der heilen Welt verkauft haben. Es sind jetzt viele Konzerte, hier zum Beispiel von der Faust, im kommenden Sommer. Also die Leute kaufen jetzt Konzertkarten für in 12 Monaten, einfach weil sie sich freuen und weil sie, glaube ich, selbst dieses bisschen die Karte an den Spiegel hängen und in der Garderobe, wenn man losgeht, drauf gucken und sich, Mensch, aber in 12 Monaten kann ich wieder eine Band sehen, sich schon freuen. Also ich, da, wie gesagt, ist viel weniger, was wir im Moment verkaufen. Auch die Sachen, die so weit hin sind, können das natürlich nicht auffangen. Für uns ist es jetzt vom böse Wirtschaftlichen aus gesehen nicht, fehlt uns natürlich, aber ist nicht so, dass wir daran, an den fehlenden Verkäufen zugrunde gehen. Da leidet ihr als Clubs, als Veranstalter viel, viel, viel mehr. Wo man es aber natürlich auch merkt, ist, dass neu veröffentlichte Platten viel schlechter und viel weniger beworben werden können, weil natürlich die Live-Tour zur Platte fehlt oder die Platte zur Tour oder wie auch immer, dass man das heute sehen will. Aber das gehört, wie gesagt, ja tatsächlich zusammen. Wir sind ja auch ein kleines Label mit ein paar Veröffentlichungen, wo wir auch merken, dass es viel, viel schwieriger ist für kleine Bands, die eben nicht Bob Dylan sind, eine Platte an die Menschen zu bringen und ihnen die vorzuzeigen und vorzuspielen und sagen, guckt, wir haben eine Platte gemacht. Und auch da fehlen Konzerte unglaublich. Ja, dann hoffe ich, dass es bald wieder weitergeht. Und du bist natürlich immer herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Danke für dieses tolle Gespräch. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich freue mich jetzt darauf, das nächste Musikvideo anzusagen. Und das ist der gute Jules. Und Skits, Luke the Dude an den Cuts und jetzt kommt Abgeschraubt. Entschuldigung. Viel Spaß. Es ist für mich die geteerte Straße, die Halt gibt. Es ist für mich die geteerte Straße, die Halt gibt. Und der Weg zu dem Gefühl, was unerreicht ist. Kann nicht sehr gut malen, doch hab alles gezeichnet. Und male dir ein Bild mit meinen Worten reichlich. Hör weg oder hör zu, drück auf Repeat, nick zu dem Beat mit. Ja, es hört gut, mit jedem Text ein Statement gesetzt. Puppe die Mucke und vergess, laut gedreht und gerappt. Hannover represent, denn da geht nicht sehr viel. Im Bunker eingeschlossen, es wird täglich und real. Eins für die Jungs, ja, zwei für die Kunst, what? Drei für das Ganze drumrum, es hört niemals auf. Keiner braucht mich zu belehren, ich weiß, was ich tu. Und wenn nicht, lerne ich einfach dazu. Es wird sick, denn du merkst, diese Stadt hat was zu bieten. Der Beat kickt in meinem Herz, das ultimative Feeling. Man kann es nicht erzwingen, doch es platzt aus mir raus. Wack MCs rennen, wenn der Stuff wieder bounce. Oh shit, Dicker, bist du damit denn auch down? Bounce mit, denn dein Kopf wird sonst abgeschraubt. Man kann es nicht erzwingen, doch es platzt aus mir raus. Wack MCs rennen, wenn der Stuff wieder bounce. Oh shit, Dicker, bist du damit denn auch down? Bounce mit, denn dein Kopf wird sonst abgeschraubt. Wie bietet dir den guten alten Stuff? Es wird rough, komm mal ran und dann wird wieder was geschafft. Authentizität in Reinform, alle anderen kommen mir klein vor. Und baller im Takt weiter die Zeilen, yo. Brauche mich nicht zu verbiegen für die Industrie, denn tief da drin steckt sehr viel Liebe, die für mich nur Sinn ergibt, yo. In meinem Zimmer daheim wird geschmiedet für die Sache, das wird immer so sein. Es befreit und ich schließe mich ein. Kein Plan, wann es reicht, sie verfliegt diese Zeit. Die tägliche Routine des Textes wird zu dem Werkzeug. Was wird Dick Money machen? Allein das hier ist mir wertvoll. Hannover hat ja doch einiges auf dem Kerbholz. Geschwindigkeit steigt wie ein Wald, der von dem Berg rollt. Ich glaub, ich hab jetzt alles gesagt. Und wenn du's nicht verstanden hast, hör das Ganze nochmal. Man kann es nicht erzwingen, doch es platzt aus mir raus. Wack MCs rennen, wenn der Stuff wieder bounce. Oh shit, Dicker, bist du damit denn auch down? Bounce mit, denn dein Kopf wird sonst abgeschraubt. Man kann es nicht erzwingen, doch es platzt aus mir raus. Wack MCs rennen, wenn der Stuff wieder bounce. Oh shit, Dicker, bist du damit denn auch down? Bounce mit, denn dein Kopf wird sonst abgeschraubt. Rapper, die nicht rappen können, Killer mit dem Stift. Immer wenn ich ihn greif, ich mach den Ding nicht mit dem Mic.
Knochen und zeig mir mein Lifebox. Ich kille mit der Stift, immer wenn ich ihn greif, schmack, dann nehm ich mir durch mein Knochen und zeig mir mein Lifebox. Das war ein Musikvideo von Jules und auf den freuen wir uns nämlich nächste Woche am 28. Juli. Dann wird er hier live im Studio, live bei Faust TV für euch spielen. Heute für euch spielen wird in ungefähr einer halben Stunde Lina Jakobs mit Band und da sind wir auch schon ganz drauf gespannt. Vorher wird es allerdings noch gleich ein Gespräch von mir hier an der Bar geben mit Kersten Flenter. Bevor es aber soweit ist, hören wir erstmal noch einen zweiten Text von ihm. Der Tod spricht mit seiner Frau. Ich will, dass man endlich über mich redet. Sicher, Schatz, wenn du fertig bist mit Sprechen, könntest du mir noch mal eben beim Wäscheaufhängen helfen. Meine Frau neigte nicht nur dazu, die Ernsthaftigkeit meiner Reden und meines Tuns in Zweifel zu ziehen, sie brauchte leider auch oft Personal. Meistens dann, wenn ich mit wichtigen Projekten wie der notwendigen Dezimierung der Homo Sapiens-Population auf der Erde beschäftigt war. Ich schmollte, sie ließ sich zu ein wenig Empathie herab. Was machst du denn da eigentlich, gab sie vor, sich zu interessieren. Guck mir die Welt an, sagte ich. Ah, der Tummelplatz menschlichen Irrsinns, meinte meine Frau. Willst du da? Ist grad was los, sagte ich. Die Leute drehen gerade mal wieder ein bisschen am Rad. Warum diesmal? Ich habe ihnen so eine Pandemie geschickt, in der Hoffnung, dass diese die Soziopathen und Autokraten aller Länder dezimieren würde. Ich war in England und Amerika schon ganz nah dran, aber irgendwie trifft es am Ende doch immer nur wie dir die Armen und Abgehängten. Du Armer, fühlte sie mit. Aber ich sehe, dass dieses Mal wirklich Aufregung ausgelöst wurde. Wie kommt das denn? Das konnte ich mir auch nicht erklären. Normalerweise kann ich hier oben schalten und walten, wie ich will. Ein paar hundert Kriege pro Jahr hier, ein Genozid dort, okay. Und wenn sie sich zu sicher sind, schleppe ich alle paar Jahrzehnte eine schlimme Seuche ein. Das kratzt die Menschen nie. Das Projekt Verhungern verfolge ich jetzt seit mehreren Jahrzehnten. Ich habe es bereits auf 25.000 Exemplare pro Tag gebracht da in Afrika und es kümmert keine Sau. Selbst als ich den Europäern die Krankenhauskeime brachte, die es sogar in diesem sich zivilisiert fühlenden Teutonenland auf 20.000 Tote immerhin pro Jahr schaffen, regte sich kein Widerstand. Aber jetzt machen sie gerade einen riesigen Bohai, dabei habe ich doch nur ein bisschen mit Fledermäusen gespielt. Meine Frau erkannte wie immer, dass meine Argumentation nebst Ausführungen dazu jeder Logik entbehrten. Ja, dann sei doch froh, dass sie dich endlich mal ernst nehmen, schlug sie vor. Vielleicht entwickeln sie jetzt ein wenig Ehrfurcht vor dir oder lernen das Leben vor dir ein wenig zu schätzen. Und wenn es richtig gut läuft, dann kümmern sie sich sogar umeinander. Glaube ich nicht, sagte ich. Es wird eher immer schlimmer. Manche glauben sogar, sie könnten mich verarschen und mir entkommen, bauen sich Raketen, die sie zum Mars fliegen, spritzen sich Gifte unter die Haut, joggen um Seen herum, spenden ihre Daten den Internetkonzernen in der Hoffnung auf ein paar Jahre extra. Das ist ja irgendwie auch ganz lustig, sagte meine Frau. Seitdem ihnen irgendjemand ihre Götter nahm und durch Hedgefonds ersetzte, meinten sie, sie könnten dich ignorieren. Genau. Und deswegen habe ich denen ja jetzt gerade dieses Virus geschickt. Das war als Angebot gedacht. Wir müssen mal reden, wollte ich sagen. Meine Frau überlegte einen Moment, als meine sie es ernst. Und dann sagte sie, du bist zu nett zu den Menschen. Du solltest ihnen keine Angebote machen. Schau, du bietest ihnen an, ein paar hunderttausend von ihnen mitzunehmen. Und die sagen, Quatsch, das reicht uns nicht. Wenn schon, dann ziehen wir es so auf, dass wir noch mindestens die hundertfache Menge Kollateralschäden verursachen. Man muss doch was zum Spekulieren haben. Du meinst, die nehmen meine Mahnungen als Anreiz zum Wetten? So sind sie, die Schlawiner. Nein, nur ein ganz kleiner Teil von denen. Wir sahen gemeinsam auf die Monitore mit ihren Splitscreens, dieses Kaleidoskop sich auf der Erde tummelnder Grotesken, diese 7 Milliarden Geschöpfe. Keines von ihnen hatte Augen von der Schönheit eines Siebenschläfers, die Anmut des Gangs einer Katze oder die Lieblichkeit des Gesangs einer Amsel. Sie waren nicht zähfähig zu Vernunft oder Liebe. Sie machten die widerwärtigsten von ihnen zu ihren Führern und vertrauten den gierigsten von ihnen ihre Ersparnisse an. Ersparnisse, die sie sich aufhoben für Tage, die sie nie erleben wollten. Ich bin so müde, sagte ich. Manchmal möchte ich mich einfach schlafen legen und sie wirklich dem Horror aussetzen, ewig leben zu müssen.
aber die sind sogar zu blöd, um sich das vorstellen zu können. Na also, sagte meine Frau, dann komm jetzt. Morgen fällt dir bestimmt wieder was Neues ein und bis dahin hängen wir jetzt mal die Wäsche auf. Das war Kersten Flenter. Ihn begrüße ich in wenigen Momenten gleich hier bei mir an der Bar. Vorher kommen wir zu der Rubrik Verlosung, die wir jede Woche im Angebot haben. Letzte Woche haben wir da pausiert aufgrund des Themas Black Lives Matter, aber vor 2 Wochen haben wir euch folgende Frage gestellt. Wie alt ist unser Schornstein? Der Schornstein ist ja ein Wahrzeichen von Faust, jeder kennt ihn, jede. Aber wie alt ist er wirklich? Und das beantworten konnte ein User namens n.hambre auf Instagram. 130 Jahre alt ist die richtige Antwort. Der Schornstein wurde 1890 gebaut. Es wird gleich auch eine weitere Verlosung anstehen, wo der Gewinner oder die Gewinnerin wie jede Woche 2 Humpen Bier und eine Brezel in unserem schönen Biergarten Gretchen bekommen wird. Davor sehen wir aber ein kurzes Video. Das ist ja schon so ein bisschen Tradition geworden, dass wir euch zeigen, was hier auch unter der Woche passiert. Und da haben wir jetzt einen Zeitraffer von dem Auf- und Abbau für die Sendung vor einer Woche. Ja, liebes Publikum, ihr könnt auch in dieser Woche wieder etwas gewinnen. Und zwar, wenn ihr die Frage beantworten könnt, wie viele Teppiche in dem Zeitraffer eben zu sehen gewesen sind. Ihr könnt uns schreiben im Chat auf Twitch TV. Ihr könnt uns
eine E-Mail schicken an livestream@kulturzentrum-faust.de oder über die Social-Media-Kanäle mit uns reden. Jetzt freue ich mich, Kersten Flenter auch endlich hier an der Bar begrüßen zu dürfen. Hallo Jörg. Hallo Kersten. Sag mal, der wievielte Stream ist das eigentlich, in den du eingeladen wirst? Der vierte. Wir haben dreimal die Nachtbaden, unsere Lesebühne im TAC, halt live gestreamt. Und ja, ansonsten tut sich da eigentlich nicht besonders viel. Ich bin aber auch nicht böse drum. Also ist das jetzt sozusagen dein erstes Auswärtsspiel? Genau. Wie ist dir denn ansonsten als Künstler und als Mensch privat ergangen in der ganzen Corona-Zeit? Es ist gut, dass du in der Frage gleich mehrere Aspekte aufgreifst, weil es, da kommen schon sehr viele Dinge zusammen. Das ist einmal natürlich irgendwie die berufliche Situation und dann auch das Ganze drumherum. Dass, man beobachtet ja die Entwicklung, die beobachtet die Entscheidungen der Politik, man beobachtet, wie die Menschen miteinander umgehen und in all diesen Bereichen verändert sich gerade ganz viel. Bei mir war es so, dass ganz am Anfang, ich kam am Tage vor dem Lockdown von einer Lesung in der Schweiz gerade zurück, kam also gerade noch wieder ins Land rein und dann brach erstmal bei mir innerlich so eine große Panik aus. Was wird jetzt? Werde ich weiter Einkommen haben? Ich habe ja das Glück, dass ich nicht nur von Lesungen lebe, sondern noch zwei andere Standbeine habe. Einmal als Moderator und dann noch als Journalist für eine Firmenzeitung. Aber zwei Drittel sind sofort weggebrochen. Das dritte Drittel war ein bisschen unsicher, läuft aber Gott sei Dank weiter. Aber zwei Drittel fallen halt immer noch aus. Und das ist einmal eine wirtschaftliche Sache, die Angst macht. Und zum anderen natürlich auch, stellt man sich selber in Frage und schaut so, was habe ich jetzt eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Wo geht es jetzt weiter? Warum gibt es das alles nicht mehr? Auf einmal ist ja dann so, ja, es ging uns ja dann eigentlich allen gleichermaßen. Ja. Unser ganzes Berufsleben, unser Berufsfeld ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Ja, genau, das ist quasi von heute auf morgen Berufsverbot, ohne dass du irgendwas dazu getan hast. Das Berufsverbot hatte ich gedanklich auch so eine schwierige Phase, wo ich das im Hinterkopf hatte. Das war ein bisschen so. Nun hast du aber die Zeit trotzdem auch relativ schnell auch als Künstler wieder kreativ genutzt. Du hast zum Beispiel eine Hör-CD gemacht. Wie kam es dazu und was darauf zu hören? Genau. Ja, man beschäftigt sich ja dann mit anderen Formaten, die nicht live sind. Und ich hatte gedacht, okay, Bücher geschrieben habe ich immer, hatte aber immer auch das Projekt, mal ein Hörbuch zu machen, weil mich viele Leute immer darauf angesprochen haben, ach Mensch, kann man das auch irgendwo mal nachhören. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt, das mal anzugehen. Und dann habe ich mir in meinem Wochenendhaus ein Mini-Studio eingerichtet mit relativ günstigem Equipment und habe dann einfach mal halt Geschichten, die noch nicht in Buchform erhältlich waren, versucht zusammenzustellen, sodass es einen roten Faden ergibt und die dann innerhalb eines Tages eigentlich eingelesen. Freunde haben mir dann beim Produzieren geholfen und ja, ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wer sich dafür interessiert findet, die Hör-CD, glaube ich, auch auf deiner Webseite. Genau, das ist www.flenter.de/shop. /shop, okay. Shop. Auf jeden Fall relativ einfach zu merken. Ja. Das Wochenendhäuschen hast du gleich noch anderweitig umgenutzt oder sagen wir so, als es dann darum ging, kann man auch irgendwann wenigstens so ein bisschen was für Publikum wieder machen, kam das auch ins Spiel. Also ich habe hier zu einem ganz frühen Zeitpunkt schon mit Ilka Teurich, einer Künstlerin hier von Faust, gesessen, die zum Zeitpunkt des größten Lockdowns gesagt hat, sie macht ihre Performances jetzt halt einfach vor einer Person. Das war ja von Anfang an sozusagen möglich. Ja. Zum Glück ist das jetzt ein bisschen wieder gewachsen. Man darf mehr Leute treffen und du hast da das Konzept von privaten Lesungen in deinem Wochenendhäuschen, was ich sehr schön finde. Erzähl mal. Genau, ich habe halt das Glück, wir haben meine Frau und ich ein Wochenendhaus im Leinebergland mit einem relativ großen Grundstück. Und ich habe einfach gesagt, ich nutze das jetzt mal, um kleine Veranstaltungen zu machen, erstmal für mich selbst. Und habe Einladungen gemacht, habe das reduziert so auf 20 Leute, die kommen sollen, vielleicht 25. Das ist also dann groß genug, dass die Leute, wenn sie möchten, Abstand halten können voneinander. Sie müssen es aber nicht, weil es ist eine private Veranstaltung. Ich versuche da einfach mal wieder Kontakte herzustellen, weil mir dieses Live-Erlebnis doch immer sehr wichtig war und glaube ich auch bleibt. Ich vermisse da was.
Ja, was bedeutet das? Aber müssen wir neu denken, wird Kultur jetzt intimer oder wird Kultur dann vielleicht auch exklusiver, dass sich das nicht mehr alle Menschen leisten können? Was ist die Folge? Letzteres wäre natürlich fatal. Das Problem, was sich jetzt ergibt, ist, glaube ich, für viele Veranstaltungen einfach eine Wirtschaftlichkeit herzustellen. Ich persönlich habe eigentlich kein großes Problem damit, wenn keine Großveranstaltungen stattfinden, weil ich die eh nicht mag, weil ich nie auf Großveranstaltungen selber auftrete. Ich mag diesen kleinen, beschaulichen Rahmen mit, sagen wir mal, bis zu 200 Leute vielleicht. Da wird es Möglichkeiten geben. Es wird natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel das Takt nimmt, das wir heute auch schon in der Sendung hatten, da ist es allein aufgrund der Räumlichkeiten gar nicht möglich, solche Abstände herzustellen oder ein vernünftiges Konzept zu fahren, wie die Leute einbahnstraßenmäßig rein- und rauskommen. Das heißt, diesen Läden bricht wirklich dann eine wirtschaftliche Basis weg. Und das betrifft auch ganz viel mich natürlich, weil ich auf solchen Bühnen am liebsten spiele und das einfach meine Bühnen sind. Ja. Das betrifft ja leider auch die kleinen Kneipenlesungen, ja, genau. die ich auch sehr schön finde. Ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden bei der Vorrecherche. Und zwar hast du gesagt, ich gehe nicht auf die Bühne, um gesehen zu werden, sondern weil es der Ort ist, an dem ich andere Menschen berühren möchte, um selbst berührt zu werden. Berührungen, die einen Riss in die Fassade schlagen, mit dem wir uns alle umgeben. Das finde ich ganz bemerkenswert und auch sehr schön. Und es geht eben genau nicht darum, dass es eben ja ein bisschen thematisiert, ob 500 Leute irgendwo sich versammeln dürfen oder 1000, sondern um den Wert von Kultur an sich, dass Menschen zusammenkommen, auch wenn es nur 10 oder 20 sind. Und ja, und die Begegnungen, die stattfinden, ne? Natürlich. Klar, es ist natürlich die andere Seite, um das nochmal wieder aufzunehmen. Solche Veranstaltungen, wie ich sie jetzt mache, können natürlich aber nicht dauerhaft Menschen ernähren, weder Veranstalter noch Künstler, ne? Wenn 20 Leute kommen. Also es wird schon schwierig werden und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich habe das Thema vorhin mit Jan schon so ein bisschen gehabt, also Kultur mit Abstand. Wie kann das gehen? Müssen wir neue Orte uns erobern? Müssen wir da alle neu denken? Brauchen wir größere Räume? Ja, also atmosphärisch ist es natürlich nach wie vor am schönsten, wenn man eng beieinander ist, finde ich. Also, und ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass wir uns zu sehr daran gewöhnen, uns bei der Begrüßung nicht mehr in den Arm zu nehmen, nicht mal mehr die Hand zu geben. Also das sind ja so Verhaltensweisen, die wir eigentlich mit unserer Sozialisation mitbekommen haben, aber jetzt doch irgendwie verlernen, glaube ich. Also ich habe da so eine Sorge, dass wirklich so eine Zuneigung, Zugewandtheit verloren geht auf Dauer? Hoffentlich nicht. Also hoffentlich finden wir irgendwann zurück zu der Art von Veranstaltung, die wir getan haben. Sonst sieht es ja auch hier ganz düster aus. Wir sitzen momentan in diesem Studio, wo sich teilweise an den Tagen sonst hier 500, 600 Leute versammelt haben, um Partys zu feiern. Mhm. Genau. Aber ich denke, uns ist allen bewusst, dass das teuer wird und schwierig wird, da jetzt Wege zu finden. Fühlst du dich da von der Politik irgendwie ernst genommen als Künstler, als Kulturschaffender? Ich kann das schwer pauschalisieren. Also ich habe relativ viel Glück gehabt bislang. Also ich habe eine Überbrückung bekommen, eine Soforthilfe vom Bund allerdings, nicht vom Land. Die ist jetzt allerdings, ich bin jetzt kompensiert und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal einen Kredit aufgenommen und muss halt schauen. Ich persönlich komme zurecht, aber ich finde es sehr zynisch, wie so in Konzepten, die sich unser Wirtschaftsminister ausdenkt, mit Leuten umgegangen wird. Also man merkt an diesen Aussagen wie, wer jetzt hier von der Soforthilfe nicht profitieren kann, der geht halt zum Amt und bekommt unkompliziert da Hartz IV. Das ist nicht so. Und man merkt an solchen Konzepten, dass ein Mensch wie Peter Altmaier noch niemals gearbeitet hat, geschweige denn weiß, was im Lande vor sich geht und wie die Leute dort in diesen Arbeitsämtern, ehemals Arbeitsämtern, arbeiten. Die sind zu Normalzeiten schon vollkommen überfordert mit den ständig neuen Regelungen, die sie selber nicht verstehen. Und wenn da jetzt Leute hinkommen und ein riesiges Antragskonvolut ausfüllen müssen, erstmal, da kann von unkomplizierter Hilfe keine Rede sein. Das macht mich wütend, doch. Ja, zumal du ja dann auch deine Rolle als Selbstständiger loswirst.
Ganz zu schweigen von so Dingen, dass man in einer Künstlersozialkasse ist und das auch beachtet werden müsste oder so. Ja. Also das sind Konzepte, die sind nicht durchgedacht, meine ich, auch aus Unkenntnis. Der Hintergrund meiner Frage war auch noch ein bisschen die andere Ebene. Du bist ja eben heute da als Künstler. Viel haben wir darüber gesprochen hier in den letzten Wochen, wie Institutionen vielleicht überleben, wie Läden wie das Scheheins, die Glocksee oder Kulturzentrum Faust weitermachen können. Da geht es ja darum, die Strukturen zu erhalten. Und wir sitzen da mit vielen Menschen zusammen, um daran zu arbeiten und versuchen, das irgendwie mit allen Mitteln, diese Strukturen zu erhalten. Aber wenn du alleine bist als Künstler, dann bricht ja einfach erstmal alles weg. Und das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, natürlich. Aber ich denke, man versucht in dem Bereich auch so gut es geht irgendwie zu netzwerken. Und ich glaube auch, dass wir uns als Künstler unbedingt einschalten sollten in diese Netzwerke, die sich aus Veranstaltern und Kulturschaffenden an sich bilden, weil wir natürlich auch eine Rolle sind. Also Konzerte müssen ja auch mit Bands gefüllt werden, Lesungen müssen mit Schriftstellern gefüllt werden und so weiter. Und wir müssen uns da, glaube ich, im Moment alle zusammentun und schauen, was wir miteinander machen können und möglichst gut über die Runden kommen. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir einfach eine Zeit lang neue Formate finden müssen, um auf uns aufmerksam zu machen, so wie du es tust mit privaten Lesungen im Wochenendhaus. Ich will nochmal wechseln zur Musik. Du bist ja auch Musiker. Naja, mehr schlecht als recht. Na, es ist tatsächlich so. Du hast eine Band, die nennt sich Das letzte Ahorn. Ja, ist ein wunderschöner Name. Ein wunderschöner Name. Und ich habe tatsächlich euer Konzert, das war das CD-Release-Konzert am 6. März gesehen. Und das war so ein paar Tage vor dem totalen Lockdown ein ganz normales, gut besuchtes Konzert im Beispiel Heinz. Ein paar Tage später war alles dicht, auch die Faust. Was macht denn deine Band jetzt inzwischen? Wir proben wieder mit Abstand. Sehr vernünftig. Natürlich, wir proben, wir schreiben neue Songs, irgendwie geht das. Und wir gönnen uns jetzt einfach im September mal, das haben wir geplant, ein Bandcamp im Ausland, wo man zusammen sein darf. Tun uns einfach zusammen, versuchen, gerade Musik ist etwas, was einen auch so dann, glaube ich, stark weiter motiviert und am Leben hält, weil dann eine schöne Energie ist beim Zusammenspielen, die muss man irgendwie erhalten. Und ich glaube, Musikerinnen und Musiker hatten es besonders schwer, eben gerade weil das, was du gerade beschreibst, also das Zusammenmusizieren, auch unheimlich schwierig war. Ich finde es auch grotesk, auf Bühnen Abstandsregelungen zu treffen und Markierungen zu machen, dass ich ein Gitarrist auf vielleicht maximal 2 Quadratmetern bewegen darf oder so. Das ist auch grotesk. Irgendwie. Das ist ein bisschen wie diese Partykonzepte, wo dann so Kreise gezogen wurden, habe ich gesehen, auch in einer Strandbar in Münster. Die haben das im Mai schon gemacht und jeder hatte so den Kreis, in dem man sich bewegen darf. Aber Musik habe ich auch noch aus einem anderen Grund angesprochen, denn du hast ja mehrere musikalische Projekte. Eins davon hat jetzt ein bisschen mit dem 100. Geburtstag von Charles Bukowski zu tun, aber auch mit Tom Waits. Und ich sage das nicht ohne Hintergedanken. Es ist tatsächlich am 4. September die erste Show, die das Kulturzentrum Faust Indoor wieder machen wird, nach insgesamt 6 Monaten. Wow. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber, dass ich dann irgendwie quasi den Auftakt mitmachen darf. Ist auch eine Sache, auf die ich mich besonders freue. Es geht um, also der 16. August, jetzt wäre der 100. Geburtstag des amerikanischen Autors Charles Bukowski. Und ich habe meine Zusammenarbeit mit meinem Bühnenpartner Christoph Knob vor 12 Jahren damit begonnen, ein Programm zu machen mit Texten von Charles Bukowski und Musik von Tom Waits. Das ist zu einer Band ausgewachsen. Also wir haben jetzt eine Band, die Tom Waits spielt. Und dieses Programm haben wir tatsächlich, glaube ich, 10 Jahre nicht mehr gespielt und ich möchte schon gern, dass das stattfindet. Und ich freue mich da super drauf. Wir wollten eigentlich die Warenannahme vorne natürlich gerne voll machen. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie anders laufen mit weniger Leuten. Nichtsdestotrotz werden wir total motiviert da aufspielen. Was ist in der Diskussion? Wie sieht das dann aus, da die Bespielung? Das ist alles noch nicht ganz ausgegoren. Wir wissen noch nicht, zu welchen Konditionen wir spielen werden, weil es auch davon abhängig sein wird, wie viele Leute hineinpassen letzten Endes in die Warenama. Die wird, soweit ich weiß, gerade umgebaut. Es kann sein, dass wir vielleicht 2 Konzerte hintereinander spielen an dem einen Tag. Am 4., einen am frühen Abend, einen am späten Abend. Da verlasse ich mich dann auf euch.
von Faust. Und wir sind da wirklich zu jeder Schandtat bereit und freuen uns, endlich wieder spielen zu dürfen. Ja. Ich glaube, so geht es uns allen. Wir freuen uns, endlich wieder Kultur machen zu dürfen, wieder Live-Kultur auch präsentieren zu können. Ich freue mich auf den 4. September, da werde ich auf jeden Fall Gast in eurer Show sein. Ja, wir freuen uns drauf. Und ja, bedanke mich sehr für das interessante Gespräch, Kersten. Danke dir. Wir haben gleich Live-Musik in wenigen Momenten. Vorher möchte ich noch darauf hinweisen, liebes Publikum, dass wir natürlich auch nächste Woche wieder hier eine spannende Sendung haben mit Live-Musik und mit Talkgästen. Und was da genau passiert, sehen wir jetzt in einem kleinen Einspieler. Moin Leute, nächste Woche Dienstag, den 28.07. findet Faust TV natürlich auch wieder mit einem bunten Programm statt. Mit dabei im Interview ist Thomas von der GFAZ, Jasmin Mittag, eine Aktivistin und Künstlerin und eine Vertreterin oder ein Vertreter von Was mit Herz. Für musikalische Unterstützung ist natürlich auch gesorgt. Da haben wir uns die Hannoveraner Rap-Künstler eingeladen. Tacho, Jules, Skitz und Clasius. Also schaltet unbedingt ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao. Biografische Texte treffen auf einen groovigen Vintage-Sound. Und wenn ich das sage, meine ich die Band, die jetzt gleich hier auf der Bühne für euch spielen wird. Und ich sage einfach nur ganz viel Spaß mit Lina Jacobs und Band. Der nächste Song heißt Missing und es geht darum, dass man etwas erst irgendwie so nicht mehr spürt, wenn es nicht mehr da ist. Davor war es so selbstverständlich und auf einmal ist es weg. Ja, der Song heißt Missing.
given to me. Because all the laws I can finally feel how much you give. Oh, with that soul so unbeatable, that body broken with the thank you.
I'm not the one who's running away.
nächste Song heißt What Happened.
Unser nächster Song heißt What is Right. Das ist jetzt eine Aktris- oder beziehungsweise eine Bandversion, die wir jetzt spielen. Der Song ist aber auch schon auf Spotify, also wenn ihr den hören wollt, könnt ihr gerne Nina Jakobs auf Spotify suchen und What is Right anhören. Let's go! Yeah.
fire. I'm not starting.
Unser nächster Song heißt Mama und er ist während der Corona-Pause entstanden. Und ja, irgendwie war es so eine Zeit zum Innehalten, wo man so wieder zurück zu sich selbst kommt, zurück zu den Wurzeln, sich fragt, was ist eigentlich wichtig. Und ich finde, zwischendurch mit seiner Mama zu telefonieren, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und davon handelt dieser Song. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Song. Da ist Friends. I love you when I'm free.
Gitarre ist Roland, am Schlagzeug Laurens, am Bass Victor und ich bin Liam. Ja, das waren Alina Jacobs und Band und wir hoffen, dass wir euch dann bald auch vor Publikum sehen werden. Nächste Woche haben wir hier wieder eine neue Ausgabe von Faust TV und dann haben wir gleich drei Hip-Hop-Acts hier live im Studio. Das sind Tacho, Clasius, Jules und Skits. Und wir haben vier Gäste im Talk. Jasmin Mittag ist da, Alina Zimmermann von Was mit Herz, vom Platzprojekt Anna und Mauro und Thomas Schlachmann von der Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf diese Sendung und ebenso natürlich darüber, wenn ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann nächste Woche bei uns wieder in den Stream einschaltet. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben über die vorhin schon genannten Kanäle oder uns auch gerne spenden, wenn ihr mögt. Auf jeden Fall danken wir euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ein großer Dank geht auch noch an das gesamte Team. Und ich sage nur Tschüss, wir sind raus, bis nächste Woche.